Halli, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge LS 19 auf der Oberkrever. Ja, ich habe schon mal ein bisschen weitergemacht. Spritzen ist abgeschlossen, ist auch schon wieder abgegeben. Und ja, jetzt haben wir quasi erstmal die Aufgabe, unseren Raps wegzubringen. Der Anhänger ist nämlich voll und das Feld ist noch nicht fertig. Das ist gut, ne? Also ich bin begeistert. Agrip oder wie das heißt. Da werden wir jetzt mal schnell hinfahren und das einmal fix abgeben. Dass wir endlich mal auf ein bisschen Geld kommen hier. So, und dann werden wir, sorry, ich war kurz abgelenkt, dann werden wir als allernächstes uns nochmal den Tiefenlockerer mieten, dass wir Feld Nummer 3, wo wir jetzt gerade ernten, dann auch einmal fix umfliegen können. Und dass wir das Feld dann auch neu bestellen können. Ich hatte ja überlegt, dass wir vielleicht alle drei Felder mit Sojabohnen, aber da wir jetzt das eine Feld erst ein bisschen später bestellen, könnten wir da rein theoretisch auch ein bisschen Weizen drauf machen oder Gerste, je nachdem, und dass wir dann wieder ein bisschen Strom kriegen für unsere Kühe, weil das ist ja auch fast alle. Und oh Gott, was hatte er denn gerade für einen heftigen Ruckler? So, kommen wir da vorbei? Bestimmt wieder nicht, ja, weil ich es bin, ne? Passiert auch gleich wieder irgendwas. Nee, sieht gut aus diesmal. Haben wir auch richtig? Ja. Die Wiesen müssen wir dann ernten oder abmähen schon mal, dass wir auch ein bisschen Heu kriegen. Und ja, ich würde sagen, da haben wir erstmal reichlich zu tun, dass wir das auch alles abgeschlossen kriegen. Kippt nach hinten weg, ne? Ne, zur Seite. Gut, so, mal sehen, was wir da jetzt erwirtschaften. Das sieht ganz gut aus, ne? Oh ja, das sieht wirklich gut aus. Oh ja, oh ja. 35.000. Ja, mega geil. Ja, das ist doch geil. Ja, cool. Und mit ganz viel Glück. Ich meine, wir haben zwar am Ende bloß eine Düngestufe auf die beiden Sojablumenfelder. So, eine neue Sorte aktuell auf dem Markt. Es gibt Sojablumen. Nein, Sojabohnen. Da haben wir ja leider nur eine Wachstumsstufe momentan. Und Wachstums, was rede ich hier? Eine Düngestufe. Ich bin irgendwie, weiß ich auch nicht. So, eine Düngestufe haben wir da bloß. Da wird zwar dann am Ende nicht ganz so viel bei rumkommen, aber wenn wir das vielleicht heute noch, also im Ingame-Tag heute noch geerntet kriegen, kriegen wir da auch noch mal ein bisschen Geld. Und vielleicht kommen wir dann so auf 60.000, 70.000 nachher. Das wäre doch schon mal nicht verkehrt, ne? So, wir müssen jetzt, glaube ich, hier hoch, ne? Ja. Immer bei den Tieren lang. Und dann müssen wir auch gleich da sein. Ist das nicht schon hier vorne? Ist das schon hier vorne? 80% voll. Ja, da können wir noch mal ein bisschen was abgeben nachher. Also ich habe mir jetzt sagen lassen, dass ein voller Tank 4500 Liter passt. Oh, wenn der jetzt fast voll ist, kriegen wir vielleicht noch mal so 6000 Liter. Vielleicht auch noch mal so um die 10.000 Euro. Also ich würde sagen, am Ende des Tages hat sich das dann doch gelohnt, ne? Das waren dann drei Felder, wo wir dann ja ein bisschen über 40, 45.000 gemacht haben. Und das waren keine großen Felder, ne? Und das ist das, was ich mir erhofft hatte, dass das wirklich schönes Geld bringt. Ich meine, wir spielen hier zwar auf Stufe leicht, aber ja, auch das sollte man berücksichtigen. Guck mal, schön sich da
Guck mal, wie schön sich da die Messer bewegen. Guck mal, geil, ne? Bleib doch mal stehen. Ja, geil. So. Haben wir jetzt hier drin 4100 Liter. So, dann lassen wir das mal fix fertig machen. Können wir eigentlich hier stehen lassen. Und mit dem holen wir jetzt erstmal den Tiefenloggerer. So, Geldsorgen haben wir jetzt zumindest erstmal nicht. Das ist gut. Ne, das funktioniert gut. 42.000, 4.000, vielleicht nochmal 2 dazu. Ja, dann haben wir 6.000 nochmal, die wir dann abgeben können. Und auch nochmal so 10.000, 12.000, die wir dann kriegen. Doch, finde ich gut. Haben wir ein bisschen über 50.000. Das lohnt sich. Und wie gesagt, wenn wir, ich weiß, ich wiederhole mich gerade, aber dieser Pfeiler hier hilft doch schon ein bisschen, ne? Wenn wir dann heute vielleicht auch noch die Sojabohnen ernten können, weil das ist ja schon eigentlich in der vorletzten Stufe, bevor es reif ist. Also, nee, in der letzten Stufe, bevor es reif ist. Warum nicht? Dann kriegen wir da auch noch mal ein bisschen Geld. So, wir hatten den hier, der hat seinen Job als Mietgerät ganz gut gemacht. Den werden wir jetzt auch noch mal nehmen. So, ich habe gerade kurz überlegt, ob er falsch rum steht, aber nee. Gut. Der Helfer ist ja auf dem Feld fast fertig mit Dreschen, da können wir ja quasi schon mal anfangen. Ich finde, der Case ist dafür auch irgendwie ja, genau gemacht, ne? Ich finde das eh so, die alten Geräte, genau wie so ein K700 oder so, schön zum Grubbern oder sowas, das ist schon, oder zum Pflügen. Ich finde, das sind genau die richtigen Geräte dafür. Das passt wirklich sehr gut. So. Wir werden den dann jetzt einfach mal hier unten fix ansetzen. Genau. Kann er das auf dem Feld normal machen. Er kennt sich ja schon damit aus. Hat er ja ganz gut gemacht. Ja. Ich finde den überarbeiteten Sound eigentlich ganz geil vom Case. Also doch, fällt mir wirklich gut. Ja, passen, dass wir nicht zu weit rüberkommen. Doch, auch bei der Steigung hat er noch gut Power eigentlich. Ah, der wird das schon hinkriegen. So, wir lassen ihn das dann mal weitermachen hier. Den Helfer. Nee, das war jetzt falsch. Ah, doch selber machen. Das ist ja dreht. So, aber jetzt können wir ihn ansetzen. Ansetzen, runter und viel Spaß, mein Freund. Warum? Ja. Genau, eine kleine Stelle jetzt offen gelassen. Das nicht weiter dramatisch. Oh! Unser Mähdrescher ist fertig. Unser Mähdrescher ist fertig. Das ist gut. Ja, wir können eigentlich runterfahren. Ja. So, mal sehen, was wir da jetzt noch so bei rumkriegen. Dann können wir das gleich wegfahren. Dann parken wir den Mähdrescher nachher wieder ein am Hof. Und dann ist die Ernte erstmal abgeschlossen, bis die Bohnen fertig sind oder reif sind. So, den lassen wir mal fix hier stehen. Oh, sieht der dreckig aus, ne? Aber irgendwie geil. Weiß nicht. Ein geiles Bild ist es ja schon, ne? Wenn wir noch das Rohr rausfahren. Ja, steht bestimmt zu weit vorne, oder? Ja, passt doch. Ja, hat schon was, ne? Na gut, das ist natürlich doof jetzt.
Hat was. So, wir sind nicht hier, um hübsche Bilder anzugucken. 6400 Lieder. Das fahren wir mal gleich fix weg. Und dann sehen wir mal, was wir wirklich am Ende rausgekriegt haben. Aber es ist gut. Ist gut nochmal. 6400 Lieder finde ich wirklich gut. Wenn wir nicht noch unbedingt so einen Milchtank gebraucht hätten, hätte ich gesagt, hätten wir uns vielleicht noch mal nach einem Feld umgesehen. Aber ich glaube, in der Preiskategorie gibt es noch keine Felder. Also gehe ich mal stark davon aus. Nee, zum Händler wollte ich nicht. Oh, Freiwillige Feuerwehr. Oh, gar kein Auto da. Die sind bestimmt gerade zum Einsatz raus. Die sind bestimmt gerade ausgerückt. Der Fan hier ist aber auch eigentlich das größte Arbeitstier hier, ne, bis jetzt. Macht wirklich am meisten. Gut, den Waldra, den haben wir jetzt eigentlich nur noch zum Düngen erstmal. Man, wir könnten den auch wieder umkonfigurieren, aber dafür jedes Mal zum Händler zu fahren und alles, ja, da lasse ich den, glaube ich, lieber so. Ja, 10.000 Euro nochmal. Ja, geil. 51.000 haben wir jetzt. Das ist schön. Das ist wirklich schönes Geld. So, ja, dann fahren wir das mal zum Hof zurück. Ich denke mal, wir werden uns mal so langsam Kirche zulegen, dass wir unsere teuren Geräte auch mal sauber machen können. Ah, ich hätte jetzt eigentlich hier reingemusst, aber fahren wir da oben rein. Könnte man hier auch fahren? Nee, das geht nicht. So. Frage ist, was machen wir mit 51.000, ne? Wir gucken gleich erstmal, was so ein Milchwagen kostet, also so ein Anhänger. Weil den werden wir ja früher oder später auch brauchen. Und ja, guck mal, es ist 20 nach 8 also in-game. Wir werden die Bohnen bestimmt heute noch ernten, also im Spieltag. Da wird bestimmt noch was kommen. Und können wir uns den auch, denke ich, mal kaufen. Ich meine, wir könnten hier auch noch ein, zwei Missionen machen. Spritzen habe ich keine. Ja, Düngen. Ja, Kartoffeln ist immer so ungerne. Was ist hier? Ja, Kartoffeln. Ernten. Raps ernten. Feld 10, das ist das Groß. Oh ne, mit meinem kleinen Mähdrescher möchte ich das ungerne tun. Wirklich ungerne. Da halten wir uns wirklich lange dran auf. Ich meine, wir haben jetzt erstmal nichts, aber. Das muss ja trotzdem nicht sein. Tierhaltung. So, schauen wir mal. Ne, hier war das nicht. Da, Tiertransport war das, genau, hier. Tierhaltung. 25.000, ja, das geht, aber kann man damit auch? Ne. 25.000, das geht. Ist eigentlich ein Schnabber, ne? Ich hätte gedacht, das Ding wäre teurer. Ja, können wir uns den ja nachher kaufen. Ich meine, jetzt brauchen wir ihn noch nicht ganz. 7000 Liter. Ja. Ja. Ist immer noch 1300 Euro, ne? Glaube ich. Ja, 1389. Ja, wir können die Milch auch noch einen Tag stehen lassen. Also schlecht wird sie ja nicht, ne? Gut, der macht das hier an sich erstmal nicht so schlecht. Dann werden wir den Helfer erstmal wieder einpacken hier. Na, den Helfer nicht, aber den Mähdrescher. Werden das auch leider noch mal umstellen müssen.
Sonst kriegen wir das Schneidwerk nicht rauf, fahren wir alles kaputt. Das fahren wir am besten mal gleich hier rauf. Da kommen wir doch wirklich gut voran jetzt, ne? Also, bin ich begeistert. Ne, das freut mich wirklich. Das hier drüben wäre ja auch geil, ne? Aber dann brauchen wir nachher langsam wirklich einen größeren Mähdrescher. Für den hier werden wir bestimmt nicht mehr so viel kriegen. So. Ja, wartet mal, mir fiel gerade was ein. Müssen wir mal kurz was gucken, Leute. Wieso passt das nicht mehr hier unter? Freunde, mach keinen Scheiß hier. Hä? Euer Ernst jetzt? Warum passt das nicht mehr da unter? Aha, jetzt. Mir fiel gerade ein, es kam doch jetzt als Mod so ein neues Lager raus. Ich weiß jetzt nicht, wie das denn hier mit dem aussieht, ob man das hier verkaufen kann. Ja. 54.000. Und das andere, ich meine, ich habe das jetzt noch nicht mit reingenommen, aber wir könnten ja mal gucken, vielleicht könnten wir ja dadurch auch ein bisschen Geld kriegen. Ich gucke mir das mal an und dann werde ich euch in der nächsten Folge mal informieren. Ja, bringe jetzt den Mähdrescher zurück und dann würde ich sagen, beenden wir dies an dieser Stelle hier, da wir ja, eigentlich auch schon am Ende sind. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr wirklich sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Lasst auch gerne ein Abo da, wie gesagt. Tut euch nicht weh, tut mir nicht weh. Also alles ganz harmlos und wie gesagt, schaut gerne öfter mal rein und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.